Das hier ist der Übergangspart von der 5 zur 6. Wer es bis hierhin durchgehalten hat, die 4 Minuten, und jetzt keine Lust auf 15 Minuten Zeitraffer hat, wo niemand was dazu erzählt, dann könnt ihr das auch abschalten. Ihr verpasst hier nicht wirklich viel. Ich habe euch ja jetzt einigermaßen zusammengefasst, um was es geht. Wir bauen am Haus weiter, wir bauen an der Mine weiter, wir machen uns eine Baumfarm. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Wer es nicht gucken möchte, einfach dieses Video hier überspringen. Ihr werdet nichts verpassen, das verspreche ich euch. Wen es natürlich interessiert, einfach angucken. Willkommen, liebe Minecraft-Check-It-Freunde, hier ist wieder euer Ruby und ihr seht es im Hintergrund schon, Zeitraffer heißt eigentlich nichts anderes, als dass ich das Ganze hier nachkommentiere, weil mir wieder ein kleiner Fauxpas unterlaufen ist. Ihr wisst ja, das hatte ich schon ein paar Mal erwähnt, dass mein Dig-Story bei Minecraft irgendwie nicht mehr will. Also ich habe standardmäßig in Minecraft selbst mit Aufnahme so an die 60, 70 Frames. Das Problem war jetzt aber, dass die Frames, wenn ich mit Digstory aufgenommen habe, unter 10 gegangen sind. Und so kann man natürlich nicht spielen. Und auch die Aufnahme hatte nur 10 FPS. Also habe ich das Ganze mit Fraps aufgenommen. Und da ich Fraps von der letzten Zeitraffer noch auf stumm geschalten hatte, also mein Mikro nicht aufgenommen hatte, weil es da die Audiospuren ja nicht trennt, so wie es das bei Digstory macht, habe ich das in diesen ganzen 5 Parts vergessen, das Mikro wieder zuzuschalten. Heißt, ich hatte am Ende 5 schöne Aufnahmen ohne Ton von mir. Was kann ich anders machen? Entweder, erstmal, ich passe nächstes Mal besser auf, das verspreche ich euch. Natürlich, ich hätte jetzt hier auch einfach die Videos weglassen können und dann euch einen zusammenfassenden Part machen können und rumgehen können und sagen, hier, das und das und das habe ich gemacht. Aber ich zeige es euch lieber in der Zeitraffer. Ich habe sie jetzt extra, weil das Video sonst über 20 Minuten lang wird, sechsfache Geschwindigkeit gemacht. Ihr hört im Hintergrund schon, die Töne sind ein bisschen komisch. Und ich spiele euch jetzt hier dazu noch Musik ein. Allerdings hatte ich auch während der Aufnahme Musik an. Heißt, diese Musiken überlagern sich jetzt. Ich habe die aus dem Gameplay, also die, die extrem schnell ist, allerdings leise gemacht und hoffe, dass man die jetzt nicht mehr so stark hört. Vielleicht, wenn man noch genau hinhört. Aber ich wollte halt, dass man den Ingame-Sound auch noch ein bisschen mithört, auch wenn es da nicht mehr viel zu hören gibt bei so einer Geschwindigkeit. Wie gesagt, ich wollte euch noch kurz mitteilen, was ist jetzt hier in diesen 5 Parts. Ich habe die ganzen mal beschriftet, jetzt für euch so zu sehen gibt. Und zwar im ersten Part seht ihr hier schon, bauen wir ein bisschen am Haus rum. Oben haben wir gebaut, unten bauen wir jetzt den Keller auf. Das werden wir auch im zweiten Part noch weiterführen. Im dritten Part bauen wir dann ein kleines Minenhäuschen. Ihr wisst ja, wir haben dort eine Mine gerade zugebaut. Da sieht man es gerade im Hintergrund. Die geht dann links runter. Und ich habe mir einfach gedacht, irgendwo müssen wir ja unsere Ressourcen lagern. Und da machen wir einfach dort direkt neben den Minenausgang ja so ein kleines Ressourcenlager, damit wir dort immer die ganzen Ressourcen schön beisammen haben und auch nicht allzu weit laufen müssen von den Minen und den Höhlen, weil das ansonsten einfach zu viel Laufweg wird. Ja, im nächsten Part mache ich dann eine Baumfarm, und zwar für Rubberwood, weil wir ja unbedingt hier Gummi brauchen für die ganzen Kabel und so weiter. Also Gummi ist echt extrem wichtig, deshalb habe ich das auch jetzt schon in diesem Part hier angelegt alles. Das werden wir dann auch im letzten Part noch machen. Also diese Baumfarm dauerte extrem lange zu bauen, weil ich die auch, naja, ein bisschen optimiert habe. Werdet ihr dann selber sehen. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze hier. Ich kann euch nicht verübeln, wenn nicht, weil es ist ja schließlich meine Schuld, dass ich das Ganze hier versaut habe. Ich möchte mich nochmal für euer Feedback bedanken, das ihr mir so in den letzten Wochen, Monaten gegeben habt, seitdem ich wieder angefangen habe. Ich finde das echt großartig und freue mich riesig, dass ihr mich so, ja, unterstützt, und weil ihr wisst gar nicht, was das für eine Erleichterung für mich ist. Ohne Feedback könnte man dazu eigentlich, ohne Feedback weiß man gar nicht, was man besser machen kann, und deshalb freue ich mich, dass zumindest einige von euch ordentlich Feedback gegeben haben. Und kommen wir nochmal kurz zum Part zurück. Ich werde das Ganze jetzt nicht als vollständigen Part nehmen, da es ja, wie gesagt, naja, ein bisschen in die Hose gegangen ist. Ich werde das als Übergangspart vom 5.
also letztes Mal hatten wir auch schon Zeitraffer, Zeitraffer Mining habe ich das Ganze genannt. Den sechsten Teil habe ich noch nicht gerendert, werde ich hier jetzt danach machen. Heißt, das hier ist der Übergangspart von der 5 zur 6. Wer es bis hierhin durchgehalten hat, die 4 Minuten, und jetzt keine Lust auf 15 Minuten Zeitraffer hat, wo niemand was dazu erzählt, dann könnt ihr das auch abschalten. Ihr verpasst hier nicht wirklich viel. Ich habe euch ja jetzt einigermaßen zusammengefasst, um was es geht. Wir bauen am Haus weiter, wir bauen an der Mine weiter, wir machen uns eine Baumfarm. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Wer es nicht gucken möchte, einfach dieses Video hier überspringen. Ihr werdet nichts verpassen, das verspreche ich euch. Wen es natürlich interessiert, einfach angucken. Und ich würde mich natürlich auch wieder an dieser Stelle über Feedback freuen. Und ich sage jetzt einfach mal viel Spaß mit dieser Zeitraffer. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich kann das einfach nicht oft genug sagen. Wir sehen uns dann schnellstmöglich im nächsten Part. Auf Wiedersehen.
Damit ist die Baumfarm und natürlich auch dieser Part beinahe zu Ende. Diese wunderschöne, ruhige Musik zum Einschlafen fast. Hoffentlich passiert mir das jetzt nicht vor dem Bildschirm. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.